Hallo, es gibt drei Eigenschaften zentrischer Streckungen, die du kennen solltest. Zwei haben wir schon an Strecken gesehen und die erwähne ich gleich. Ich fasse die drei Eigenschaften gleich zusammen. Aber eine Eigenschaft fehlt uns noch und die hat mit Winkeln zu tun. Und deshalb habe ich hier mal einen Winkel aufgemalt und hier ist Z das Streckzentrum. Wenn dieser Winkel jetzt gestreckt wird, dann können wir das machen wie beim Strecken von Strecken. Ja, das ist ja fast ein Zungenbrecher. Ich finde den gut mit den schleimigen Schleimschnecken. Wenn, nee, wie geht das, wenn, schleimige Schleimschnecken. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.